Heute Stromberg, wir machen ein bisschen Highspeed-Jagd. Und noch ein neuer Endgegner für mich besiegen, vielleicht. Der große Flying Monkey. Die Highspeed-Jagd war gar nicht so geplant, hat sich einfach so ergeben auf der Feierabendrunde am Trail. Mr. M ist auch dabei und das Duracell-Häschen. Er hat sich vor ein paar Tagen am Bürgersprung abgelegt, weil er sein Vorderrad quergestellt hat in der Luft, weil er immer beim Absprung zieht. Statt richtig abzuspringen. Das wollen wir heute auch noch angehen und gucken, was er falsch macht. Für mich steht der große Flying Monkey auf dem Plan. Für die das nicht wissen, das ist der große Sprung am Ende von No Jokes Abschnitt 1. Die Strecke ist wieder wie Asphalt und ich übe meine Anliegertechnik. Möchte da noch etwas schneller rumkommen, aber ich habe immer Angst und bremse zu viel, statt es einfach stehen zu lassen. Irgendwie habe ich da nicht genug Vertrauen in die Technik bzw. das Material. Der ersten Abfahrt kriege ich immer weiche Knie. Warum das? Keine Ahnung, ich bin noch nervös, obwohl ich hier schon 100 Mal gefahren bin. 41,8. Ja, schnell. Gut vorm Steingap. Vorher die Sharkfin schon perfekt getroffen. Ja. Ich bin die letzten zwei Anlieger zu tief gefahren. Wie gesehen, warum fährst du so komisch? Ich fahre einfach meine Linie. Ja, ich bin ein bisschen rausgekommen. Ja, nichts gegen deine 50 im Abschnitt 3. Ja, und eine Abschnitt 3, 50 auf den Sprung. Was? Ja. 50,1. Willst du noch am Leben teilnehmen? 50,1. Da fährst du auf den Sprung drauf und drückst den volle Granate weg, das nächste Teil. Wahnsinn. Ich höre auf, mich mit dir zu betteln. Da. Wir müssen deine Übersetzung ändern, damit du noch mehr reintreten kannst. Ungeschabt, ja klar. Genug Schwachsinn gelabert, wer, wann, wo, wie schnell war. Diese Anliegerkombi hier traue ich mich mittlerweile es stehen zu lassen. Das liegt aber auch daran, weil ich bei der Anliegerkombi davor, also die 3.9, zu viel Speed verliere, weil damit bin ich immer noch nicht richtig warm. Boah, die neuen Anlieger da, die 3 ist immer, ich bin jetzt mal deine Linie gefahren. Ich wollte nur noch die Kanten. Da hast du maximal Speed. Habe ich den Highspeed geknackt? 43,1. Zu langsam. Viel zu langsam. 45,4. 45,4. Alte Linie fährt irgendwie keiner. Da muss ich jetzt böse wegdrücken. Und Speed, hopp. Speed. 0,3 schneller. 43,4. 47,2. Ja, du warst weit. Wenn du gut drauf bist, fährst du gerade drauf, dreckst dich ein bisschen und an der Landung halt erschrecken, weil da geht es halt tief runter, aber ganz normal runtersehen. Wie fahre ich an? Gerade? Oder irgendwie schräg? Gerade. Ich fahre gerade. Passt das hinten mit der Auslauf zu? Auf jeden Fall. Also mittig gerade drauf? Ja, so schnell sind wir gar nicht, dass wir dahinter drüber schießen. Okay. Klassiker. Nee, wenn du es gemacht hast, denkst du, was habe ich mich so angestellt? Einmal das Keimer, gell? Jetzt habe ich gemerkt, was du meinst, dass man zu weit runter segelt. Zieh mir die Hilfe, zu langsam. Ja, ja, ja. Illegale Fortbewegungstechnik. Was? Nachdem wir geklärt haben, dass die Schiebehilfe nichts taugt, um sich unten zu pedalieren fortzubewegen und ich den großen Flying Monkey sauber gesprungen bin, geht es zum nächsten Projekt. Schauen, warum der Herr vor mir so oft quer in der Luft kommt. Sieht zwar immer gut gestylt aus, aber das ist nicht gewollt. Hier war ich leicht verwirrt. Den großen wird er nicht machen, aber die falsche Linie für den kleinen. Ach so, er hält an. Da halte ich auch mal an. Weißt du, wo es herkommt? Hast du gesehen? Ich kann dir direkt sagen, woran das hängt. Mach mal die Arme richtig nach außen. Provozier das mal, dass die Arme nach außen stehen. Dass du dann tief gehst und nur so streckst, weil du bist so und deswegen verziehst du. Okay. Sah jetzt smooth aus. Ja. Jo! Halt nur Hinterrad ein bisschen höher. Ja, und weißt du warum? Du musst stehen bleiben. Ah,
Bleib stehen und wenn du dann wirklich fast unten bist, dann federst du ab. ...44,4. Wieder ein Kamera schneller. Ich wollte mich da dann nicht betteln. Jetzt wird wieder vor Max rennen. Ich hab gebremst. Ich bin die blaue Linie gefahren, weil ich war am Anlieger, bin ich in dich rein. Ich wäre jetzt wirklich gefühlt, das waren doch keine, es geht doch nicht an die 50. Hätte ich nie gedacht. Ihr wollt ja langsam fahren, ich fahre dich. Überhol dich am Steinberg. Jetzt bring ich über dich. Wenn es geht, bringst du mich nicht. Was wir hier jetzt machen, war alles abgesprochen. Mit fremden Leuten auf der Strecke und wenn es voll ist, fahren wir natürlich so nicht. War jetzt einfach so für den Spaß, letzter Abfahrt des Tages, weil kurz vor Streckenschließung und wir waren alleine auf der Strecke, bevor jetzt wieder jemand Oberlehrer spielen möchte. War aber cool. Muss aber dauernd gucken, wo du bist. Genau, und jetzt sind wir fertig und er war wieder schneller. Bin ja auch älter. Genau, deswegen darf er schneller sein. Also bis zur nächsten Tour.